Hallo, hier ist die Mia von Geeks Live Luxemburg und wir stehen jetzt hier auf der LuxCon mit dem lieben Herrn Tommy Krabweis. Hallo. Guten Tag. Hi. Hallo. Wie geht's Ihnen denn so? Jetzt gerade gut, denn das ist die erste Con oder die erste Veranstaltung seit 6 Jahren, wo ich hinkomme, außer den ganz großen jetzt wie FedCon und so weiter, wo alle Technik eingeschaltet ist und sofort funktioniert. Und das, obwohl ich ein ganzes Auto voller Technik dabei habe, weil ich immer vorbereitet bin auf alles mittlerweile. Wir haben theoretisch einen Beamer dabei und die Ersatzmikrofone und so weiter. Und ich brauche das alles nicht, das funktioniert alles. Ich bin sehr verstört. Ja, tja, daneben, naja, fast klar. Also gut gelaufen eigentlich für die LuxCon, aber naja. Gut, so, kommen wir mal zu Fragen. Aber echt. Also, Sie haben schon eine relativ lange Karriere auch hinter sich. Können Sie uns dann mal bitte erzählen, wo das Ganze dann mal angefangen hat? Ganz am Anfang war es mit 8 Jahren die Super 8-Kamera von meinem Vater, also noch eine Filmkamera, die ich mir geschnappt habe, wo ich festgestellt habe, dass man da mit der Einzelbildschaltung einzelne Bilder machen kann. Und das passte wahnsinnig gut zu meinem Lego, weil damit konnte man dann eben das machen, was man heute Brickfilms nennt. Und das war meine Einstiegsdroge. Und das habe ich dann wochenlang gemacht. Und wenn man so will, habe ich eigentlich nie wirklich damit aufgehört. Nur Stop-Motion mache ich jetzt nicht mehr, weil das dauert zu lang. Aber seitdem mache ich Dinge, die was mit Film zu tun haben, mit Erzählen zu tun haben, mit irgendwie allem, was irgendwie in irgendeiner Form kreativ ist. Ja, das hat mich gepackt. Gut, und eben, wie man womöglich weiß, waren Sie auch mal bei RTL Samstagnacht? Da hat Sie ja auch größtenteils die Karriere, die danach kam, noch angefangen. Ja. Können Sie uns dann erzählen, wie es dazu kam? Ja, ich hatte eine Kollegin von mir damals, die Eva Habermann, die hat damals eine Sendung gemacht, die ist Pumuckl TV. Und die, kennst du auch, ja? Das ist so lange her. Und da wurde sie moderiert, da wurde sie interviewt von Thomas Koschwitz in so einer Late Show und sie hat gesagt, ob ich da einfach mit hingehe. Und während sie vor der Kamera war, war ich dann hinter der Kamera und habe jedem meine Visitenkarte gegeben und da stand drauf, Tommy Krabweis, ich bin lustig. Und eine Telefonnummer, sonst wäre es Quatsch gewesen. Und da hat mich dann daraufhin jemand zu einem Casting eingeladen und hat gesagt, wenn du denkst, du bist lustig, komm da hin. Und ich habe danach erst erfahren, das war ein Casting für eine zweite RTL Samstagnachtsendung, die aber nie stattfand, weil sie von den 800 Leuten, die sie gecastet haben, nur einen gefunden hatten, den sie behalten wollen, das war ich. Und dann haben sie mich in das Hauptcast mit reingenommen. Und so passiert es dann. Cool. Und danach kam Bernd das Brot. Ja. Und wie kam es denn dazu jetzt genau? Der Kinderkanal wollte ein Maskottchen haben. Und Norman und ich haben uns überlegt, wir möchten irgendwas machen, was es noch nicht gibt. Ja. Und in Zeiten vor SpongeBob war das tatsächlich die erste viereckige Figur im Fernsehen. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir, das ist lustig. Aber tatsächlich war es so, dass Norman und ich in einer Pizzeria saßen und nicht wussten, was wir machen sollen. Und Norman blickte auf einen Brotkorb und sagte, sehr trocken, Brot ist lustig. Und dann habe ich sein Gesicht abgezeichnet als Brot. Und das war dann Bernd das Brot. Ja. Ja. Und Sie haben ihn dann auch eben gesprochen? Nein. 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 Ich spreche nicht Bernd das Brot. Nein, ich kann nur Mist. Aber Bernd das Brot wird gesprochen und gespielt, das ist eine Handpuppe, von Jörg Teichgräber, einem Puppenspieler. Und der macht das. Ich mache das nicht. Gut, von irgendwo habe ich dann irgendwie die falsche Information bekommen? Das kommt daher, weil in diesen Nachtschleifen, die es ja jetzt auch seit Jahren schon gibt, diese Stimme aus dem Off, das bin ich. Ach so. Ich spreche sozusagen die Nachtschleife. Ach so, ja. Das bin ich. Ja, dann haben Sie auch schon Bücher geschrieben, ja, wie man erkannt hat. Okay, können Sie uns etwas über die Bücher schreiben? Über die Bücher schreiben? Reden! Ja, das kann ich machen. Ja, also die bekanntesten Bücher, die ich geschrieben habe, ist die Trilogie Mara und der Feuerbringer. Das ist eine Fantasy-Trilogie über ein schlecht gelauntes 14-jähriges Mädchen, das keinen Bock hat, die Götterdämmerung aufzuhalten und trotzdem muss. Und da zeigen wir auch den ersten Band, den wir verfilmt haben, später in dem Kinozelt. Und jetzt gerade aktuell im Fantasy-Bereich schreibe ich eine Serie, die heißt Ghost Sitter, über einen Jungen, der eine Geisterbahn geerbt hat und alle Geister, die in dieser Geisterbahn sind, sind echt. Ja, ja. Und also gibt es halt die Klassiker, eine Mumie und ein Vampir und ein Gespenst. Und die Happy Idea war, dass für Untote die Menschen die Superkräfte haben, weil
Also ein Gespenst zum Beispiel kann nichts anfassen, der Mensch schon. Ein Mensch kann tagsüber rumlaufen, der Vampir nicht. Wenn Vollmond ist, ist es dem Werwolf nicht egal, aber dem Mensch. Ja? Und sie bilden sozusagen so eine Zweckgemeinschaft miteinander. Und das macht sehr viel Spaß zu schreiben, weil im Gegensatz zu Mara muss ich nichts recherchieren groß, sondern ich kann endlich einfach mal nur was hinschreiben und wenn es lustig ist und mir gefällt, dann bleibt es da. Und bei Mara und der Feuerbringer war es so, ich habe irgendwas geschrieben und alle drei Sätze hat mein wissenschaftlicher Berater Professor Semek gesagt, nein, das war nicht so bei den Göttern, bei den Wikingern, bei den Germanen, da müssen wir, ne? Das war zwar auch irgendwie geil, weil deswegen halt alles, was in den Büchern steht, perfekt recherchiert ist. Aber es war halt unheimlich mühselig. Ich habe 6 Jahre gebraucht für die 3 Bücher und ja. Da war es dann halt schon ganz schön, wenn ich jetzt zur Abwechslung mal wieder was schreiben kann, was einfach lustig ist und fertig. Und wie kam es dann schlussendlich zur Verfilmung von Mara? Ich glaube, weil ich es unbedingt wollte und nicht nachgegeben habe. Das kann man eigentlich jedem, der irgendwas mit Film, Fernsehen, Bücher schreiben oder Kunst oder sonst was zu tun haben will, nur nahelegen. Einfach nicht aufgeben, nicht nachgeben, aber die Leute nur so weit nerven, dass sie trotzdem noch gerne mit dir zusammenarbeiten, weil sonst wird es schwierig. Okay. Ich habe irgendwie die Information bekommen, dass sie gerade dabei sind, auch eine Autobiografie zu schreiben oder schon geschrieben haben. So ähnlich, ja. Ich habe zusammen mit meinem Vater ein Buch geschrieben, also eigentlich schon 2. Das alte, das heißt Das Vorzelt zur Hölle, da habe ich die beschissenen Campingurlaube mit ihm aufgearbeitet. Und jetzt habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Sportlerkind, mit meinem Vater zusammen. Da geht es darum, dass ich halt ein Nerd war und bin und mein Vater ein Leistungssportler. Und wie das so ist, das passt dann halt nicht so zusammen, sondern so. Also gar nicht. Und mein Vater ist auch hier auf der LuxCon und wir machen nachher einen launigen Vortrag, wo er davon erzählt, wie es ist, ein Nerdkind zu haben und ich davon erzähle, wie es ist, mit jemandem zusammenzuleben, der 30 Mal bayerischer Meister war. Ja, anstrengend. Okay. Aber lustig. Gut. Dass ja allerdings die Nachtschleife von Bernd das Brot reden, hätten wir eine Frage, ob Sie den Satz herzlich willkommen zur LuxCon 2016 in seiner Stimme sprechen können. Ich kann es versuchen. Aber ich bin ja die... Nee, genau. Aber du weißt ja jetzt. Also, herzlich willkommen zur LuxCon 2016. Ich hasse euch. So, relativ cool. Ähnlich sogar. Ich bin sehr stolz gerade. Gut. Na, dann sag ich vielen Dank und viel Spaß noch auf der LuxCon. Dankeschön. Ich hoffe, ihr kommt nachher zu unserem sehr verstörenden Vortrag. Dankeschön. Gut. Gerne. Saturday, the kids play, fuck it. I'm ready, I'm ready, so daddy, I'm telling.